Willkommen wieder auf der Koppel, da läuft die Nale und ist froh, wieder frei zu sein. Hier hatte ich gerade ein bisschen Auto eingesperrt und da ist Balu und sie lieben hier immer zu schnüffeln, was es hier so alles gibt. Und wir gehen jetzt mal vor. Vorne seht ihr nochmal die Herde, die gerade wieder, weil es um die Mittagszeit jetzt ist, wieder Siesta macht. Und so möchte ich mich erstmal auf Weiteres verabschieden von diesen Entdeckungen mit Nala und Balu. Die Corona-Krise ist zwar immer noch da, aber das normale Leben läuft ja jetzt doch in der neuen Normalität relativ stark, dass Kinder wieder zur Schule gehen und alles wieder so auch seinen Stress aufgenommen hat. Und so denke ich, kann ich jetzt mal eine Pause machen. Wir gucken mal weiter, wie sich alles gut entwickelt. Und so zusammenfassend möchte ich uns einfach ermutigen, in dem Alltag auf die kleinen Dinge zu sehen. Ich habe das immer mit Nala und Balu und hier den Pferden gemacht oder auch dem, was wir hier so sehen, an Natur. Einfach in dem Umfeld, in dem Steffen und ich gerade mit Nala und Balu leben. Aber ich möchte uns ermutigen, immer wieder das, was wir im Alltag sehen, was wir erleben, was wir aufnehmen, in Beziehung zu setzen zu unserem Schöpfergott und zu Jesus Christus und wirklich sich immer wieder bewusst zu machen, dass unser Leben ein Geschenk ist und dass es ganz viel zu entdecken gibt, was Gott an Schönem geschaffen hat und auch an Dingen, von denen wir lernen können, wie unter anderem von Tieren oder von den Zyklen der Jahreszeiten oder von Hunden, die immer alles entdecken wollen und auch manchen Quatsch machen. Und so lade ich uns ein, dass unser Vertrauen täglich wächst in unserem Vater im Himmel, in Jesus Christus, und dass wir den Heiligen Geist in und durch uns wirken lassen. In dem Sinne wirklich Gottes Segen und erst einmal ein Päuschen und wir schauen mal, wie alles sich so weiterentwickelt. Bis dahin, tschüss von der ganzen Herde, die sich gerade ausruht. Und von Nala und Balu im Hintergrund. Bis dann. Tschüss.